H&F Nikolai, Ballonreifen, schwarz-matt. Das Ganze so ein kleines bisschen Endzeitstimmung im Trekkingradbereich. Weg vom Studienrad hin zum Hipster, der neben dem Hemd von Gucci jetzt auch ein H&F Nikolai hat. So könnte man es ausdrücken. Oder anders. Ja, grüß dich, Nico. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, ein ganz starkes Segment sind Trekkingräder. Hier ist aber alles anders. Stimmt der mäßig Laufradgröße? Ja, Laufradgröße ist 27,5, also eigentlich nicht das, was wir von einem klassischen 28 Zoll her kennen. Aber wir haben ja H&F Nikolai im vergangenen Jahr frisch mit ins Boot genommen. Jetzt in diesem Jahr, Modelljahr 2023, 32 wäre schon ein bisschen arg weit, ist es ja so, dass wir wirklich mal eine Veränderung halt auch drin haben. Bedeutet, im Kern ging es darum, einfach das neue Bosch Smart System hier mit zu implementieren. Bedeutet 750 Wattstunden. Bosch Performance CX Motor steht außer Frage. Also wir reden ja hier über absolute Premium-Räder, die im vergangenen Jahr bei uns auch extrem gut verkauft wurden, weil ich selber finde, es einfach ein extrem wertiges Rad, grundstabiles und solides Fahrrad. Natürlich, klar, wir sind in der gehobenen Preislage. Das ist, steht außer Frage. Das war im vergangenen Jahr auch schon so. Jetzt natürlich mit diesen Features mehr, 750 Wattstunden und anderem auch in Violo-Automatik, wie wir es hier sehen, sehen wir natürlich in einem Preisgefüge, wo es ja wirklich weit nach oben geht. Ja, fangen wir mal von vorne an. Das Fahrrad hier ist für servicefaule Leute. Denn du hast sowohl Longlife-Reifen, die wirklich sehr lange halten, wenn man nicht gerade Dauerbremsungen macht, habe ich als Kind immer gemacht. Du hast eine nahezu verschleißfreie Schaltung. Also ich glaube, das, was hier drauf ist, kriegst du so schnell nicht kaputt. Da ist ein Carbonriemen drauf statt einer Kette, die sich nicht lenkt. Da reden wir, glaube ich, von 10.000 Kilometern und mehr. Ja, durchaus. Also wir reden immer davon, dass wir sagen, ein Riemen hält ungefähr dreimal so lang wie eine Kette. Unterm Strich gesehen ist es einfach halt auch das Produkt, was sorglos funktioniert. Das heißt, du musst keine Kette ölen, du musst es nicht sauber machen. Natürlich, wenn da mal Staub und Dreck drauf ist, dann reibst du es schon mal ab. Aber du hast keine metallischen Geräusche. Das ist ja das, was den Riemen natürlich halt auch ausmacht. Und gerade in diesem Gefilde ist es hier ja auch ganz klar so, dass sich das auch durchgesetzt hat. Also wir sind wirklich bei den H&F Nikolais immer mehr rein nur auf Riemen gehen wie auf Kettenschaltungen, weil wir es einfach als das hochwertige und bessere Produkt auch finden. Was ist denn das für eine Gruppe hier rechts? Ist das die Schaltung? Das ist die Einheit für die Enviolo-Automatik, zum einen zum Aktivieren und zum anderen kannst du dort natürlich halt auch die Unterstützung erhöhen oder beziehungsweise nach unten fahren. Ne? Das sind die zwei Tasten. Achso, die gibt es jetzt auch elektrisch, die Enviolo. Ich habe die noch nie gesehen. Ja, das ist ja die Automatik. Automatik bedeutet, dass du ja gar nichts selber mehr schalten musst. Mhm. Also du hast eine Einstellung der Trittfrequenz und die wird immer permanent beibehalten. Es gibt ja auch die mechanische Enviolo noch. Ach, jetzt weiß ich, warum ich die nicht gesehen habe. Das war ja vorher ein Taster und lief vorher über das Display und jetzt ist das getrennt, glaube ich. Kann das sein? Jetzt ist das dementsprechend, Moment. Wie war das oder war es eine andere Schaltung? Das war, glaube ich, eine andere gewesen, die du meinst. Aber hier, das Display hier, das Bedienteil, habe ich noch nie gesehen. Das Bedienteil ist relativ neu. Der Vorteil ist, du kannst es links wie rechts verwenden. Links macht jetzt keinen Sinn, weil da haben wir den Remote von Bosch. Aber hier in dem Falle kannst du wirklich sagen, dass die Einheit an sich sehr, sehr einfach gehalten ist. Also nochmal oben tust es mit dem System halt pairen, du kannst es auch einstellen und zum anderen kannst du halt über hoch und runter entweder halt eine niedrigere oder eine höhere Trittfrequenz halt einstellen. Ist da was zu hören, wenn du es bedienst? Also ich habe es in dem Fall noch nicht im Fahrbetrieb gehabt, aber das System selber arbeitet sehr, sehr geräuschlos. Das ist ja der große Vorteil. Du hast ja keinen Gangwechsel oder wie bei einer klassischen Kettenschaltung, wo Metall auf Metall ist. Das läuft ja hier wirklich absolut ruhig und gelassen. Nochmal, also die Enviolo-Automatik ist für uns einfach die Gruppe, die auch am besten dort funktioniert. Das ist ein absolutes Sorglos-Paket, gerade für Kunden, die auch sagen, Mensch, ich weiß nie, in welchem Gang ich bin, wo muss ich schalten, muss ich hoch, muss ich runter. Ich muss ja gar nichts wissen. Du musst gar nichts wissen, es ist wie ins Auto setzen, losfahren und dann macht der Rest im Prinzip das Auto selber oder das Getriebe. Also nochmal, du hast immer die gleiche Trittfrequenz. Du fährst mit der Trittfrequenz an und dann wird die Übersetzung so gewählt, dass du immer schneller wirst.
Genau, also es passt sich automatisch an. Desto schneller du natürlich trittst, desto eher passt es das Ganze auch dann von der vom Schaltmechanismus an. Krass, und das mit dem Performance CX? Und das mit dem Performance CX, auch da muss man dazu sagen, jetzt gerade in der Verbindung der Abendschaltung, die Narbe steckt das auch voll weg. Also wir haben die komplette Leistungsentfaltung, wir haben keine Drosselung von der Motoreinheit, also die vollen 85 Newtonmeter. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Klar, du zeigst auch gerade drauf, die Narbe sieht natürlich sehr, sehr massiv und wuchtig aus, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein Top-System und ist ja auch jetzt nichts, was jetzt erst seit einem Jahr am Markt ist oder ähnliches, sondern es gibt ja das Ganze auch schon ein bisschen länger. Und in diesem Jahr ist es jetzt so, dass wir beim HNF Nikolai ein paar Veränderungen haben. Man sieht das also gerade hier in dem Verlauf hier oben mit dieser Köpfung drin und natürlich halt auch dieses größere Unterrohr, wo wir jetzt einfach natürlich halt auch die 750 Watt Akkus dann halt reinbekommen. Das Fahrrad hat alles. Also ich guck mal gerade. Hier vielleicht, ja. Das ist zwar jetzt noch eine Tiefeinstiegsvariante, die drehen wir nachher aber auch noch. Ne? Da hat schon ein bisschen was getan. Also wir haben das bestehende Bosch-Display, hier jetzt im Prinzip das Smart-System dann mit verbaut. Mhm. Und natürlich halt auch Ladebuchse etc. sind alles Positionen, die sich verändert haben. Hier ein anderes Rad, anderer Einsatz. Genau. Heißt, du kannst es hier den Lenker sofort querdrehen, wäre mal ein eigenes Video zu machen. Nochmal, wenn man genau hinguckt, wie ist denn der Preis? Hast du den schon? Den Preis habe ich noch nicht, aber der wird mir bestimmt jetzt gleich der Amara bringen. Sehr schön. Der kommt noch aus dem Drucker. Kommt noch aus dem Drucker. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, du hast du irgendeine Idee? Sind wir über 5 hier? Ja, sind ja. Wir. Sind wir über 5? Sind sogar über 6, glaube ich. Über 6. Also wir haben eine RockShox Recon Luftgabel aus dem Mountainbike. Mhm. Genau. Also der Aufbau ist ja nicht klassisches Trekkingrad, sprich 28 Zoll, sondern wir haben hier einen 27,5 Laufradsatz. Das ist grundlegend halt auch mal etwas robuster. Kennen wir ja in verschiedenen Trekkingbereichen schon. Bei den Husqvarnas haben wir das schon gezeigt, bei verschiedenen Vinora-Modellen, zum Teil aber auch bei Bergamont, dass man immer mehr auf das Thema 27,5 mit einem Großvolumigen Reifen, vielleicht auch noch ein gewisses Mischprofil, das heißt vielleicht ein bisschen mehr Stollen mit verbaut, wo einfach der Einsatzzweck viel, viel größer ist. Du könntest rein theoretisch hier auch einen Stollenreifen drauf machen und das Rad in Anführungszeichen als Mountainbike nutzen. Weil von der Stabilität her mache ich mir da gar keine Sorgen. Hardtail quasi. Ja, das Ganze ist so massiv, da wird nichts mit passieren, das ist gar kein Problem. Und hier gibt es halt auch, wie gesagt, die weiteren schönen Features, wie zum Beispiel das integrierte Schloss. Das große, XL. Ja, wir haben auch dieses Jahr das große mit drin. Wir haben ja im vergangenen Jahr die Räder so konfiguriert, wie wir das wollten. Das wurde bei HNF Nikolai etwas verändert. Gründe dafür sind einfach, dass diese vielen Individualitäten dazu geführt haben, dass man nie Produkte zu 100% fertig montieren konnte, weil immer noch irgendwelche Teile gefehlt haben. Jetzt ist das Programm deutlich mehr gestrafft worden. Also es gibt weiterhin die Kettenschaltungsvariante. Es gibt die Enviolo-Varianten, es gibt auch eine Roloff-Version. Und ja, hier ist einfach für uns, sage ich mal, von der Gesamtperformance her, das Modell, wie es hier eigentlich steht, die beste Variante. Und nochmal, die Thematik mit dem Schloss, du weißt nie, wo machst du das hin, im Rahmen, Dreieck das, oder ähnliches. Das dann klappert nicht. Platz mehr für einen Flaschenhalter. Also auch das hier ist integriert. XL-Variante, auch lang genug. Du hast ja oft das Problem, dass du oft zwei brauchst, die machst du aneinander, um das anzuketten. Aber das ist so lang, ich glaube 1,20 Meter hat das. Und 1,30 Meter müsste es haben. 1,30 Meter. Genau. Und es ist ein Abus Bordeaux, wenn du da nicht mit der Flex kommst, hast du es echt verloren. Also selbst mit dem Seitenschneider, nicht mit dem Seitenschneider, mit dem Bolzenschneider, gibt es Videos, wie ein tatsächlich sehr ambitionierter Fahrraddieb versucht, ein Bordeaux gelocktes Fahrrad mit einem Bolzenschneider zu klauen. Er setzt sich komplett drauf auf den Bolzenschneider, klappt nicht. Aber mit der Flex geht's durch, da geht ja fast alles durch. Aber dieses Schloss direkt am Mann zu haben, das ist ja Gold wert, weil das ist so schwer, das packst du nicht mal eben in die Handtasche. Richtig, so sieht's aus. Und deswegen, also HNF Nikolai hat sich da wirklich ein paar Sachen einfallen gelassen. Auch die Ladebuchse ist jetzt dementsprechend hier am Sitzrohr mit verbaut, also auch hier mit einer schönen Klappe, die auch oben stehen bleibt im Übrigen. Ne? Die muss ich nicht immer wieder da hochhalten oder ähnliches. Geht auch sauber nochmal zu. Hier haben wir im Prinzip den Zylinder für den Akku dann natürlich halt auch zu entnehmen. Und den kann man entnehmen, oder? Den kann man entnehmen, ja, der geht hier unten ohne Probleme raus. Dann dementsprechend natürlich auch ein verstellbarer Vorbau. Ich finde, das ist halt auch immer ein Produkt, was hier auch ein bisschen mit reingehört, um zu sagen, okay, ich will vielleicht sportlich oder doch eher komfortabel fahren.
hochwertige Beleuchtungsanlage, in dem Fall Supernova. Supernova mit verbaut, also auch hier schön klein gehalten. Ich mache es doch gerne mal an. Ich glaube, allein die Lampe kostet schon 200 Euro, die kleine. Und ich habe nun mal die große Supernova gesehen, die kostet fast 500. Aber die ist so hell wie ein Autoscheinwerfer. Fernlicht haben wir? Nein, wir haben kein Fernlicht. Kein Fernlicht. Aber mach nochmal an, guck mal hinten, dieses tolle, extrem reduzierte Supernova-Licht, das, glaube ich, sogar schon Leute mit kopiert hatten. Das war ganz interessant, weil ich habe schon Kopien vom Original Supernova gesehen hier hinten in der ähnlichen Optik. Ja, also das ist im Prinzip, kannst du sehen, als wie die Verlängerung des Gepäckträgers. Wir haben hier die schmale Ragtime-Version. Das heißt, also auch Packtaschen sind gar kein Problem. Ich habe immer noch eine klassische Federklappe natürlich halt auch mit verbaut und sieht so ein bisschen Knight Rider-mäßig aus. Ja, also ich fasse mal zusammen. Wir haben einen extrem guten Federungskomfort durch die Ballonreifen, wenn der Luftdruck stimmt. Das heißt, wenn man den ein bisschen anpasst, auch das Fahrergewicht. Wir haben eine Mountainbike Bremse mit eingebaut. In dem Fall, ich guck mal gerade, eine 2 Kolben hinten und eine 4 Kolben vorne. Das heißt, das Ding bremst Wahnsinn. Ja, also nochmal, das ist ja kein Rad jetzt für den Downhill in dem Sinn, aber auch selbst vorne eine 4-Kolben-Bremsanlage, in dem Fall jetzt eine Magura, ist absoluter Wahnsinn. Also für mich muss ich immer sagen, wenn ich das Rad selber fahre, es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, das geht nicht kaputt. Also ich könnte damit wirklich, das könnte ein Bundeswehr-Einsatzfahrzeug sein, aber auf dem neuesten Stand, ne? Also keine veraltete Technik. Gut, es müsste nur Oliv sein. Aber, ja, das wäre dann noch der Punkt. Aber schwarz wird auch noch gesehen. Also vielleicht nochmal kurz auf das Thema, was alles verbaut ist. Du hast hier Komfortgriffe mit drin, die wirklich top sind. Du hast einen Lenker, der auch den richtigen Winkel hat, sodass du ganz bequem fahren kannst. Du hast eine Glocke mit eingebaut, die auch funktioniert. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo die sagen, naja, also alles das ist so abgestimmt, du kannst direkt mit losfahren. Das Einzige, was ich mir noch einbauen würde, das wäre hier an der Seite, ich weiß nicht, ob du die hast, so ein Fähnchen an der Seite, was du auch hochklappen kannst. Das sehe ich immer morgens, wenn die Leute das zur Schule bringen, die Rektoren. Und die klappen das dann aus, damit der 1 Meter Mindestabstand zum Fahrrad dann auch eingehalten wird. Kennst du das? Kenne ich, ja. Habt ihr sowas? Nein. Für dich würde ich es bestellen, aber im Endeffekt, weil ist ja doch noch so ein kleines Studienrad, Fahrrad. Was ich hier noch empfehlen würde, wäre noch eine gefederte bei Schulz-Sattelstütze. Die wollte ich eigentlich sagen. Der Nachteil ist, die federt ein bisschen zurück. Wenn man nämlich einen großen Korb hinten drauf hat, braucht man ein bisschen Overhead. Das sollte man bitte ausprobieren. Dann nimmt man die Packtaschen, dann geht's. Du hast immer eine Antwort. Ja, haben wir einen Preis jetzt? Ich habe jetzt so lange moderiert. Wir haben noch keinen Preis. Kannst du mal bei Mama den Preis anfragen? Genau, machen wir gleich. Genau. Wir können mal runtergehen. Den Kollegen war Bescheid. Bestimmt gerade im Kundengespräch, deswegen hat er es noch nicht hochgeschafft. Aber du hast ja schon früher gestartet, wie der Preis da war. Hast du ein Handy eigentlich? Ich habe ein Handy. Willst du mal gucken auf der Webseite? Achso, ist noch nicht eingepflegt. Ja. Nein, ist noch nicht eingepflegt. Die Räder sind jetzt gerade erst reingekommen, werden jetzt aber die kommenden Tage eingepflegt. Wir haben jetzt glücklicherweise die Tage doch einiges noch an Rädern bekommen, weil jetzt gerade auch die Nachfrage doch sehr, sehr hoch ist. Auf die HNF Nikolai hat es jetzt wirklich länger gedauert. Kommen die her aus Shanghai oder? Nee. Die direkt aus Shenzhen? Nee, sie werden im Prinzip hier auch komplett montiert. Frag mich jetzt aber nicht genau, wo sie montiert werden. In Deutschland. In Deutschland auf jeden Fall. Natürlich, klar, Teile an sich, Rahmen oder sowas, wird glaube ich, auch hier in Deutschland hergestellt. Aber Komponenten wie RockShox, SRAM etc. Taiwan. Wird sicherlich alles aus Taiwan kommen. Ragtime, die Griffe, in dem Fall jetzt Ergon-Griffe mit verbaut. Und zu den Farben. Also wir haben jetzt hier das Schwarz. Wir werden jetzt nachher noch das Tiefeinstiegsmodell drehen. Hier haben wir ja die XD-Variante, XD4. Die Modelle davor hießen immer XD3. XD4 bedeutet jetzt mit 750 Wattstunden. Und der Tiefeinstieg ist dann das UD4. Ist das ja. Nee, das ist das ältere, oder? Das ist das ältere, aber ja. Dementsprechend jetzt als UD3. Wie gesagt, alles, was neu mit 750 schon ist dann 4er-Version. Und X steht immer im Prinzip für die klassische Diamantrahmenform. Und das U, also UD4,
ist dann die Tiefeinstiegsversion. Farben, wir haben jetzt hier mal beide Räder in Schwarz bekommen. Es gibt diese Modelle aber auch noch in dem Rot, wie wir es eigentlich auch von dem Jahr davor kennen. Wir das haben hier mattrot, oder? Stehen. Ja, hier steht es. Vielleicht gerade mal zeigen. Das ist so ein tiefes Kaminrot, matt. Und wir besorgen mal ganz kurz den Preis. Nico, du kannst dich nicht mehr durchsetzen beim Team. Es ist irgendwie einfach zu warm auch heute. Ich gucke mal auf die Uhr. 20. Juni 2023. H&F noch ganz kurz. Sind dafür bekannt, sehr stabile Fahrräder zu bauen. Es gibt ja noch zum Beispiel Riese und Müller. Kommen die da hin? Würdest du sagen, ist eine eigene Liga? Ja, es ist für uns im Verhältnis, sage ich mal, die, das Pendant dort dazu. Wir haben keinen Riese und Müller. Sag mal. Und den Preis. Genau, klebt mal drauf, dann kann ich es auch gleich abfilmen. Da ist es, es heißt H&F Nikolai XD4 All-Terrain. Ja, ihr habt keinen Riese und Müller, aber das Pendant, du würdest schon sagen, von der Stabilität, Rahmen, Stückzahlen, machen die auch Stückzahlen? Ja, aber im geringeren Maß. Also ich würde jetzt mal behaupten, irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Räder im Jahr, wenn überhaupt. Also so gut wie gar nichts. Ja, ich sehe es ein bisschen mehr wie eine Art Manufaktur. Von daher ist es für uns aber so, es ist das Pendant zu Riese und Müller. Es sind einfach sehr, sehr hochwertige Räder mit hochwertigen Ausstattungsvariationen. Wir haben ja natürlich in dem Segment mit Cube oder auch Bergamont auch Modelle, aber keine dieser Marken geht in dieses Preisgefilde halt auch rein. Und wenn wir bei Riese und Müller sehen, dass wir Preise haben, 7.000, 8.000 Euro etc. Also auch die Roloff-Version, da kommst du auch schon an die 7.500 bei H&F. Na gut, aber 6.450 ist ja auch eine Menge Geld. Da sind wir schon beim Thema Bike-Leasing. Viele, die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind oder es auch gar nicht müssen, haben die Möglichkeit, bis zu 30-40% zu sparen. Sie müssen auch kein Geld mitbringen. Das heißt, das wird mit dem Arbeitgeber geklärt. Das Ganze läuft tatsächlich als Firmenfahrrad dann und ich kann nach 36 Monaten das Fahrrad übernehmen zu einem Übernahmepreis von unter 20%, so 15-20%. Und das Ganze ja, kann dann direkt über den Arbeitgeber abgeschlossen werden. Machen ganz, ganz viele, ihr sagt mittlerweile deutlich über 50% Bike-Leasing. Ja, also muss man wirklich so sagen, hier ist einfach der Punkt, dass natürlich die Preise im Endeffekt durch die Decke gehen. Jeder will auch natürlich diese hochwertigen Produkte, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du die 6.450 Euro auf den Tisch legst oder ob du sie mit, keine Ahnung, wie die Rate auch immer ist, je nachdem welcher Steuerklasse. Vielleicht 200 Euro oder so. Ja, dass du das ein bisschen humaner dann damit kompensierst. Und natürlich halt auch, dass das Rad ist versichert. Also es gibt zu viele Vorteile im Falle des Leasings, die das natürlich auch komplett durch die Decke gehen lassen. Und wir merken es halt auch immer mehr, egal im E-Bike-Sektor sowieso. Nur in sich gesehen können wir das eigentlich auch jedem nur empfehlen, es sei denn, er sagt, okay, ich wechsle eh in einem halben Jahr den Job. Rahmengrößen, was gibt es hier mit dem dicken Akku? Ja, gibt es auch eine Veränderung. Wir haben im Prinzip jetzt drei Rahmengrößen. Das hier ist ein M, also es gibt M, L und XL. Bei den UD-Varianten haben wir, ich glaube, zwei Rahmengrößen, haben wir auch drei Größen mittlerweile. Und ja, also da ist die Bandbreite ein bisschen größer geworden. Vorher hatten wir die Größen S, M, L, XL, das heißt also ganz große Versionen oder auch ganz kleine, haben sich da schon ein bisschen schwer mitgetan. Aber mittlerweile ist die Range ein bisschen breiter. WeCycle, dreh dich mal um, das Ganze 20. Juni, H&F Nikolai. Wie Nico schon gesagt hat, könnte so auch beim Bundesgrenzschutz im kleinen Grenzverkehr eingesetzt werden. Bis zum nächsten Mal. Ja, 6.450 Euro. Ja, es gibt auch günstige Räder, muss man sagen. Aber hier hat man dann Mviolo, Riemen, alles mit dran, Luftfeder. Tschüss.